So, da sind wir dann auch schon wieder und man hat wirklich gesehen, es ging kurzzeitig auf 60 hoch und jetzt wieder auf 15 runter. Aber normalerweise sollte ich schon so über 20 FPS haben. Ah, jetzt geht's auch gleich zum Boss. Ist gar keine Tentakel mehr. So, was kann der? Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Was war das noch? Was konnte der noch? War das? Nee, das war nicht der mit dem Blubberbläschen. Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Meistens Bosse, wo ich nicht mehr weiß, was sie können, die können gar nichts. Das ist meistens so. Ah, hier gibt es sogar einen Ready-Check. Wahrscheinlich wundert sich der Tank auch, warum die Damage-Zahlen so mies sind. Wenn ich hier aber gucke. Oh, das war der Tank und darunter stehen jede Menge. Okay. Ja, Walla, Walla. Ich könnte auch wieder ein bisschen rausgehen, dann sieht man mal ein bisschen mehr. Der hat interessante Hörner auch drin. Das ist das Flügel. Und der hat jede Menge Leben. Da war irgendwie, was war noch bei dem Boss? Nebenbei muss ich immer ein bisschen auf Interface achten, weil es ist halt Matsche gerade. Normalerweise ist es nicht Matsche, deshalb wundert es mich, dass ich gerade jetzt... Ach, jetzt hat er sich ein bisschen bewegt. Ach ja, jetzt wird es dunkel, genau, jetzt kommen diese Tentakel da drumherum. Die ignoriert man allerdings. Keine Ahnung, ob man das jetzt im Normalmodus oder Hardmodus auch tun kann. Ich denke mal einfach nicht. Ein schönes Schauspiel hier, oder? So, jetzt verschwinden sie alle wieder. So, mal wieder eins draufhauen. Gehen wir langsam die Cooldowns aus. Laufen auch gleich meine Krankheiten aus, dann werfen wir das hier mal drauf. Krankheiten seht ihr übrigens hier oder auch da oben. Früher hatte ich mal, dass alles angezeigt wurde, auch von meinen Mitspielern, die ganzen Buffs und Debuffs. Das hat aber so zu Chaos geführt in meinen Leisten. Außerdem reicht das auch, was ich anzeige. Ach ja, stimmt. Je mehr Leere kommt, desto mehr Schaden kriegt er auch. Jetzt hat er 100% mehr Schaden, das heißt, wir machen jetzt auch doppelt so viel DPS. Auch mal ein nettes Gefühl ist. Ich glaube, die Tentakel drumherum werden dadurch auch aggressiver. Das ist wirklich, ich sag mal, das ist ein schöner Boss. Weil dieses Drumherum, das ist halt ein richtig schönes Farbfeeling und ich glaube auch, normal ist der auch richtig knackig. Kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt sieht man hier auch die Zahlen, die ticken immer höher.
Und jetzt ist er auch gleich down. Die Gruppe lebt noch komplett. Hat sich wohl inzwischen so ein bisschen aufeinander eingespielt. So, und damit ist der tot. Mal schauen. Brauche ich noch die Handschuhe von dem Set? Ja. Hier Bedarf. Dort Gear. Ledergürtel habe ich schon. Stoff. Brauche ich auch nicht. Ledergürtel habe ich schon. Was soll das denn heißen? Brauche ich nicht. So, die Stulpen sind, glaube ich, schon weg. Ja, habe ich nicht bekommen. Ja, ich habe meistens so ein Glück, dass ich im 25er irgendwie hier nie was bekomme in den Random Raids. Zumindest nicht das, was ich brauche. So, jetzt fliegen wir mit dem Bronzedrachen weiter in das nächste Zalak-Maul rein. Und jetzt wird der Trash recht fies. Da kann es schon mal passieren, dass man zwei, dreimal vibet, wenn die Leute nicht aufpassen. Ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, nach welchen Kriterien man hier vorgeht. Aber ich finde diese Mäuler, das hat richtig was. So, das sind jetzt die Blubberblasen hier. Ah, wir haben einen guten Tank. Er hat das alles hier schon gleich markiert. Denn ich weiß auch nicht, welche dieser Blubberblasen ich zuerst angreifen soll und welche den meisten Schaden macht. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die stärker, je mehr von den anderen hier sterben. Und man sollte tunlichst immer nur eine Gruppe pullen. Dadurch, dass die FPS jetzt wieder mal ein bisschen schneller gehen bei mir, kann ich auch mehr Damage sparen. Man sieht hier wirklich die HP-Balken, die gehen hier recht runter und die Heiler, die haben noch zu tun. Oh ja. Heiler, die haben wirklich was zu tun hier. Gab es irgendeinen Patch, dass mein Interface Matsche ist? Das war doch vorgestern noch nicht so. Haben wir tatsächlich, wir haben einen DD, der DD heißt. Ne? Ich würde mal vorschlagen, wir gehen auf den Roten zuerst. Weil das war in den letzten Gruppen auch irgendwie immer so, dass der Rote zuerst down gemacht wurde. Achso, die buffen sich gegenseitig. Ah. Der Superkrieger hat ein bisschen nachgelassen in der Zeit. So, aber wenn man es hier richtig macht, dann geht es auch down. Wahrscheinlich wieder der Rote. Oh, jetzt hatte ich gerade kurz Standbild. Das macht gar nichts. Ich wünschte, ich hätte ein funktionierendes Interface. Ich muss an irgendeinen Mod legen, den ich drauf habe. War komisch, dass die mal so eben schnell zwischendurch kaputt gehen. Und Random Raid, der gibt auch ordentlich Kohle, das ist auch immer das Schöne dabei. Besonders da man eigentlich immer nur recht selten vibet.
nächste Blubberblasengruppe. Ist auch schon dann die vorletzte Blubberblasengruppe. So, ich kann ja schon mal den Boss erklären. Man sieht ja hier diese grünen Punkte in den Ecken. Zwischendurch werden Blubberbläschen beschworen. Und davon wird immer einer down geklopft, ein Blubberbläschen. Die anderen beiden werden dann durchgelassen. Welche das ist, also meistens wird rot oder lila down geklopft. Die, die durchkommen, die machen einen Buff auf den Boss, der irgendwelche lustigen Effekte hat. Und ich muss sagen, diese Gruppe ist top. Ich hatte mir ja eigentlich eine etwas failigere Gruppe gewünscht, damit man auch mal vibet und nicht meckern kann. Aber was die Gruppe bisher zeigt, das ist nicht schlecht. Okay, ein bisschen Damage schwach, aber dafür gut organisiert, muss man sagen. Man hat den Eindruck, sie kennen, sie wissen, was sie tun. Sie kennen die Bosse. Komm. So, davon ist der letzte. Ich würde sagen, danach unterbrechen wir die Aufnahme und machen dann den nächsten Boss. Oder wir ziehen den noch mit rein und machen danach die Pause. Obwohl, da sind noch zwei Gruppen. Das dauert dann doch recht lange. Da machen wir erstmal den Flash fertig und gucken dann. Auf die letzte Gruppe. Das ist hier so ein bisschen nervig, dieser ganze Trash hier. Interface-Packs. Das könnte theoretisch daran liegen, dass ich ein bisschen Tempo werfen gestern verloren habe. Das heißt ein bisschen, das war ein bisschen viel. Ging aber nicht anders, leider. Damit ist alles down und damit machen wir jetzt wieder eine kurze Pause.